Nachdem wir unser Abitur abgeschlossen haben, haben zwei Freunde und ich beschlossen, das Abenteuer zu wagen und für 6 Monate nach Neuseeland zu fliegen. Der erste Stopp unserer Reise sollte in Kuala Lumpur sein. Wenn man so lange weggeht, fällt einem der Abschied natürlich nicht leicht. Alle unsere engsten Freunde sind mit zum Flughafen gekommen. Wir sind ohne Erwartungen nach Malaysia geflogen, eher durch Zufall, einfach weil es der günstigste Stopover war. Wir hatten keine Ahnung, was uns dort erwartet. Malaysia ist richtig billig, daher konnten wir uns auch eine Suite in einem 5-Sterne-Hotel für weniger als 20 Euro pro Nacht leisten. Das Wetter war tropisch, Regen, Gewitter und bedrückende Hitze. Am nächsten Tag haben wir uns auf den Weg gemacht, um die Landschaften von Malaysia zu erkunden. Ebenso abenteuerlich war die Essensauswahl im Land. Wir konnten es kaum glauben, aber ein Wasser hat einfach nur 4 Cent gekostet. Und haben wir schon erwähnt, das Essen war sehr scharf. Bis zum nächsten Mal in Malaysia. Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder.